Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt hier in Mannheim vor dem Nationaltheater. Da will ich meine nächste Radtour starten. Eine besondere Tour. Und zwar die Bertha Benz Memorial Tour. Also das heißt für mich heute Auto trifft Fahrrad. Die Strecke ist die Bertha Benz gefahren. Mit dem ersten Auto von der Welt, vom Karl Benz. Der hat es hier erprobt, wollte allen beweisen, dass das Auto auch fahrtüchtig ist. Die Hinfahrt ging hier von Mannheim aus nach Pforzheim. Und dann ging es wieder von Pforzheim aus ein paar Tage später nach Mannheim zurück. So, ich drehe mich mal kurz rum. Da drüben in den Quadraten, da war die Werkstatt von Karl Benz, da hat er die Autos gebaut. Die werde ich euch mal jetzt kurz einblenden, da war ich mal kurz für euch. Okay. Okay, das ist schon ein tolles Gefährt. Ich werde unterwegs noch ein bisschen was erzählen zu der Bertha Benz und so weiter. Jetzt geht's mal los Richtung Freudenheim. Okay, wir sehen uns. Während ich jetzt langsam Mannheim verlasse, kann ich vielleicht noch mal kurz was zu der Bertha Benz Tour sagen. Und zwar hat Bertha Benz früh am Morgen mit ihren beiden Söhnen, Richard und Eugen, 13 und 15 Jahren, die Werkstatt mit dem Patentwagen Nummer 3 in Mannheim verlassen. In Baden-Württemberg waren gerade Schulferien und da haben sie sich auf den Weg gemacht Richtung Pforzheim zu ihrer Mutter. Und das Ziel haben sie dann natürlich irgendwann auch erreicht mit etlichen Pannen. Aber es hat geklappt. Und da haben sie sich dann ein paar Tage aufgehalten dort, bis sie den Rückweg angetreten haben und haben der Welt damit bewiesen, dass man mit dem Auto auch wirklich fahren kann. Das war der Durchbruch des Autos. Ja, so war das damals mit der Bertha Benz. Jetzt aber nochmal ein paar schöne Eindrücke von der Stadt Mannheim.
So, in Freudenheim habe ich noch mal ein kurzes Frühstück gemacht, ein kleines, weil heute Morgen ging es ja schon sehr früh los. Wir kommen nach Ilvesheim. So, jetzt sind wir gerade hier am Schloss in Ilvesheim, Schlossschule, da ist eine Sehbehinderteschule drin, ist wirklich schön gemacht. Ladenburg lädt ein, jawohl. Sehr gut, also sind wir eingeladen in Ladenburg. Passt doch. So, jetzt bin ich am Karl-Benz-Museum in Ladenburg. Hier waren früher, soweit ich weiß, mal die Werkstätte vom Benz. Ah, hier ist auch eine Draisine. Der Fabrikweg, ja. Schaue ich mich gerade mal ein bisschen um hier. Da geht es rein ins Museum. Das waren jetzt mal ein paar Eindrücke vom Karl-Benz-Museum. Ich denke mal, da drin ist bestimmt nicht schlecht. Aber ich kann jetzt leider nicht reingehen, da habe ich keine Zeit mehr dazu. Und außerdem hat er es nicht immer offen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt aufhaben. Jetzt geht es jedenfalls weiter. Ja, hier am Karl-Benz-Platz machte Karl-Benz seine erste Versuche mit Autos, soweit ich weiß. Ich glaube, das Haus da drüben war es. Und man kann sagen, da war die erste Autogarage. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserer Geschichte. Und zwar hier am Marktplatz musste bei der Benz mit ihren zwei Söhnen das erste Mal Wasser nachfüllen. Das war ja nicht so wie heute, dass es ewig gehalten hat. Sie mussten mehrmals bei der Fahrt Wasser, Benzin und Öl auch nachfüllen. Und das war hier das erste Mal.
hier in Ladenburg am Marktplatz, an diesem Brunnen. Ich denke, dass es dieser Brunnen war. So, Ladenburg habe ich jetzt verlassen. Jetzt geht's langsam nach Heidelberg. Da unten habe ich gerade gesehen, auf der Autobahn ist schön Stau. Da macht es dann doch doppelt so Spaß, doppelt so viel Spaß mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. So, ich bin jetzt gerade durch Riesheim gefahren. Jetzt geht es hier ein Stückchen an der B3, der Bergstraße, entlang, durch Dossenheim durch und dann nach Heidelberg. Ja, hier in Dossenheim, da staut sich der Verkehr, kein Wunder. Da vorne fährt, glaube ich, ein Mähdrescher oder was. Vorwärts. Okay. Kann uns egal sein. Okay. Vorne dran staut sich auch noch. Normaler Verkehr wahrscheinlich nach Heidelberg rein. Oh, Demonstration in der Hoch. Wir sind alle da! Ja, wir haben recht, ne? So, in Heidelberg bin ich jetzt angekommen und unsere drei, die Berta Benz und ihre Söhne, waren dann auch in Heidelberg angekommen. Und wie sie hier an der Brücke waren, stellten sie fest, dass der Treibstoff schon leer ist. Sie haben Ersatz mitgenommen. Eigentlich wollten sie hier nur den Tank kontrollieren. Dann musste Treibstoff hier nachgefüllt werden. Und gleichzeitig haben sie hier auch gleich Wasser nachgefüllt. Hat ja die Demonstration mit dem Wasser hier ganz gut gepasst. Hierher waren sie circa 2 Stunden unterwegs und für mich geht es jetzt auch weiter nach Leimen. Mittagszeit in Leimen, als sie feststellen mussten, wieder Tank und Wasser waren wieder fast leer. Es musste auch hier wieder nachgefüllt werden. Also die Tankstelle hier im Hintergrund passt ganz gut dazu. Okay, das war Leimen, Nussdorf, 3 Kilometer. So, wo ich jetzt schön die Steigung hier hochfahre, im Warmen. Da war es noch heute Morgen schön, wie ich im Wald kühle Schatten gefahren bin. Die Anfahrt von zu Hause nach Mannheim. Hier ein paar Ausschnitte. Musik.
Geschwindigkeit, wenn ich es nicht zeige. Glaube ich noch nicht gesagt habe, die beiden waren unterwegs und zwar war das im Jahre 1888 im August. Ich habe da was gesehen eben. Vorne läuft eine Seilbahn über die Straße. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine ist. Aber irgendwelches Material wird darin befördert. Jedenfalls keine Menschen. Ich schreibe es dann vielleicht dazu, was es ist. Was für eine Seilbahn das ist. Okay, ihr habt es gesehen, was es ist. Alles klar. Willkommen im Nussblocher Steinbruch. Nussloch habe ich, jetzt geht's nach Wiesloch. Wiesloch ist erreicht. Es schlägt 12 Uhr Mittag in Wiesloch. So, ich bin jetzt hier in Wiesloch hier. Und hinter mir ist, seht ihr gerade, die Stadtapotheke. Ja, die hat das ist eine ganz besondere Apotheke. Und zwar war das die erste Autotankstelle der Welt. Berta Benz und ihre zwei Söhne hatten hier in Wiesloch keinen Tropfen Benzin mehr. Sie wussten aber, dass ihr Mann den Treibstoff als Treibstoff Ligroin verwendet hat. Und das gab es nur in der Apotheke. Und das haben sie hier in Wiesloch geholt. Sie wollten gleich ein paar Liter haben, 5 bis 10 Liter oder so. Aber so viel hat der Apotheker nicht da gehabt. Er hat ihnen dann ein paar Kubikzentimeter gegeben, dass es zur Weiterfahrt reichte. Also hier in Wiesloch die Stadtapotheke, die erste Tankstelle der Welt. So, in der Stadtapotheke. Hier in Wiesloch gab es da noch so ein Prospekt. Da ist nochmal alles drin erklärt. Die Geschichte von der Apotheke. Ich schlag mal kurz auf. Sieht man nochmal alles. Und hier ist nochmal die Berta Benz, wie sie hier vor der Apotheke getankt hat. Ist ganz interessant. Hinten nochmal das Denkmal. Kann sich jeder auch selber mal hier angucken. Okay, ich habe hier jetzt noch Rast gemacht und habe mich auch ein bisschen aufgetankt. So, bei dem Denkmal hier vor der Stadtapotheke sieht man die Berta Benz mit ihren zwei Söhnen und hier hinten wird getankt. Schön dargestellt. We'll be right back.
getankt. Geht jetzt aus Wiesloch raus und es geht jetzt nach Bad Schönborn. Ich habe mir jetzt mal noch unter dem Helm ein Tuch über den Kopf gezogen, weil die Sonne brennt jetzt doch schon ganz schön. Hier müssen wir rechts wieder.